Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Until Dawn. So, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben und jetzt geht's weiter mit Sam. Oh, verdammt. Okay, wir gehen hier mal lang. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwas finden. Vielleicht finden wir noch ein Totem oder irgendwelche Hinweise. Keine Ahnung, werden wir sehen. Okay. Oh, da liegt was. Da. Ein Totem. Okay, schauen wir uns das an. Gefahrentotem. Okay, wie wir hier sehen, haben wir nicht alle Totems erwischt. Oder gefunden. 8 fehlen uns noch, ja. Ich denke mal, dass man eh nicht alle finden kann hier in diesem Spiel. Weil man geht da irgendwo lang, man weiß ja nicht, ob man wieder zurückkommt und so weiter. Wir sind auch sehr gut versteckt. Aber den größten Teil haben wir ja gefunden, bis auf 8 Stück, wie gesagt. Und übergeblieben ist noch Sam, Mike, Chris, Emily. Ashley haben wir leider verloren. Da hätte ich mich anders entscheiden müssen, aber ich war ja wieder zu neugierig. Ich musste ja die Stimme untersuchen. Und wir wissen ja, dass die Wendigos Personen nachahmen können. Und das war mein Schicksal, beziehungsweise Ashleys Schicksal. Und ich konnte sie auch nicht retten. Aber nun gut, ich habe mich nun mal so entschieden. Ich finde das klasse, dass man sich hier so entscheiden kann. Und dementsprechend geht das Spiel auch aus. Okay, wir müssen hier wieder ins kalte Wasser. Ins eiskalte Wasser. Uah. Machen wir die Nippel hart. Okay, dies hier ist auch richtig tief diesmal. Wir müssen wirklich schwimmen. Okay, wie wir wissen, ist es manchmal besser, stehen zu bleiben und sich nicht zu bewegen. Okay, schnell raus hier. Ah, ich muss schon echt sagen, Sam hat einen geilen Arsch in der Hose. Okay, gehen wir weiter. Okay, wir müssen hier runter. Okay, nichts weiter passiert. Weiter geht's. Okay, manchmal ist es besser, wenn wir rennen. Lauf, Sam, lauf! Okay, ist besser, wenn wir keine Fehler machen. Weiter, Sam, weiter! Okay, Fuß auf! Oh, verdammt! Weiter! Hey! Kommt schon, macht auf! Leute, los, kommt, seid ihr da? Lasst mich rein! Shit, Mike! Oh Gott, du siehst schlimm aus. Wird noch schlimmer, wenn wir hier bleiben. Komm schon. Okay, nimm den Stein, Sam. Schlag die Scheibe ein. Aber keiner fragt nach Josh. Was ist mit Josh? Keiner fragt danach. Mike, was ist mit Josh? Er hat ihn. Gott, was für ein furchtbarer Tod. Nicht gut. Was sollen wir jetzt tun? Sehen wir im Keller nach. Vielleicht ist da noch jemand. Ja, genau, weil
Die anderen sollten ja zurück zur Lodge. Okay, gehen wir in den Keller und schauen nach. Ob sie in dem Schutzraum sind. Ganz schön kalt hier drin. Wie hoch ist die Chance, dass wir überleben? Hm? Daran will ich gar nicht denken. Nicht weg hier! Los, 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 los! Los, wir müssen weg! Hör auf! Nicht bewegen. Nicht bewegen. Ich bin ganz easy. Genau, Chris, hau ab. Mike retten zum Schalter laufen. Wir retten Mike. Hey! Genau, er steht raus, raus, raus. Ganz ruhig, nicht bewegen, Sam, ganz ruhig. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht! Los, Mike, betätige den Schalter! Den Lichtschalter! Ah!
Nein! Jessica! Nein! Der alte Mann, ich kann ihn gar nicht beschreiben, ich meine. Sie sagten, Sie hätten sich von ihm verfolgt gefühlt. Hat das noch jemand aus Ihrer Gruppe gedacht? Naja. Hat ihn vielleicht diese Person getötet? Was? Nein, Sie verstehen das nicht. Glauben Sie... Hat er Sie angegriffen? Er hat mich gerettet. Und ich habe ihn sterben sehen. Er hielt sie mir direkt vors Gesicht. Hierhin, direkt vor meine Nase, und er hätte schießen können. Er hat mich fast erschossen, der Penner. Ich meine, da geht man ewig lange mit einem Kerl aus und glaubt, man kennt ihn, aber Mann, der schießt echt den Vogel ab. Er ist voll durchgedreht. Wollte uns was antun. Und... Ich hielt ihn für den Angreifer von Jazz. Wegen Matt, haben Sie ihn gefunden? Nein, noch nicht. Ja, suchen Sie nicht zu sehr. Sie klingen nicht gerade besorgt. Der Arsch wollte mich killen. Er sagt, er wäre mein Freund, aber dann hat er mich quasi umgebracht. Wären Sie da besorgt? Ich war nicht schnell genug. Ich war... so nah dran, Mann. Nur ein paar Sekunden schneller. Ich hätte sie retten können. Es ist meine Schuld. Bei mir ist Jess tot. Josh half uns. Und dann... Fuck, Mann. Dieses Ding. Okay, der Wendigo. Er kam da aus dem Dunkeln und hat... Ich weiß nicht. Ich hörte Schreie, ich bin abgehauen. Wozu sollten wir beide draufgehen? Ja, das war Until Dawn, mein erstes PlayStation Let's Play auf meinem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten, für die Unterstützung. Hat mich sehr gefreut. Und ich muss sagen, ja, ich hätte den einen oder anderen noch retten können. Matt hätte ich retten können. Ashley, wäre ich da zur Grube gegangen, hätte sie noch gelebt. Da wir ja wissen, dass diese Wendigos Stimmen nachahmen können. Das war mein Schicksal, das war Ashleys Schicksal. Überlebt haben leider nur Mike. Chris und Emily. Den Rest habe ich leider nicht retten können. Aber im Großen und Ganzen war es ein super klasse Spiel. Hat mir auch Spaß gemacht, es für euch zu Let's Playen. Von mir aus können sie sowas öfters rausbringen. War wirklich klasse. Und Entschuldigung. Ja. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich weiterhin auf meinem Kanal. Wenn ihr nichts verpassen wollt, wie gesagt, dann lasst ein Abo da. Es wird jetzt demnächst noch kommen, Battlefield Star Wars Battlefront. Meine ich. Black Ops 3. Multiplayer wie Kampagne. Zombie, Crysis 3 und vieles mehr. Es wird auch weiterhin PC-Let's Plays geben, unter anderem aber auch PS4, um einfach nur Abwechslung auf meinem Kanal zu bringen. Macht's gut, ciao, ciao.